Partykeller zur Verfügung. Wir haben drei Dinge getan. Wir haben mitgefeiert, wir waren auf See zu Gast, unter anderem an Bord von der BIT, dem favorisierten bundesdeutschen Schiff, und sprachen letztlich auch noch mit dem Skipper Thomas Jungblut. Alles zusammen unser Beitrag. Es war wie im Märchen. Schauplatz Wasserschloss zu Glücksburg. Der passende Rahmen für eine Geburtstagsparty, zu der auch die beiden segelnden Könige erwartet wurden. Eine Attraktion, doch Leute von solch Rang und Namen waren zunächst nur am Gemäuer auszumachen. Abgesehen von den Gastgebern natürlich. Schlossherr Prinz Christoph und seine Frau. Prinz Alexander war auch da, alle aus Schleswig-Holstein. Das ehrwürdige Parkett farbig verziert. Und ehrlich, den Seglern sind Könige und Prinzen egal. Hauptsache, es gibt viele prickelnde Momente. Am besten kam noch das Crewmitglied von der Lohne dabei weg. Der feurige Spanier nahm auf Etikette keine Rücksicht und küsste die Prinzessin. Wie im Märchen. Und das war auch am nächsten Tag noch Gesprächsstoff. Zum Beispiel an Bord der BIT. Natürlich nur bis kurz vor dem Start. Taktiker Timmy hätte auch gern die Prinzessin geküsst. Aber dafür muss man eben siegen. Auf der Langstrecke. Thema abgehakt. Weltmeisterschaft. Das Dreieck. Die Startphase spannend wie immer das Gedränge. Obwohl, so ganz viele sind ja nicht gekommen nach Flensburg. Gerne hätte der FSC über 30 Boote präsentiert. Zum Geburtstag. 27 sind es nur. Trotzdem, brenzlig genug, was sich da so tut auf dem Kurs. Kreuz und quer fahren sie auf engstem Raum. Die BIT mit Thomas Jungblut an der Pinne mittendrin. Schade nur, dass aus dem nahen Norden nur ein Boot kam, zu dieser Weltmeisterschaft im dänischen Gewässer vor Sonderborg ausgesegelt. Und trotzdem ist viel Verkehr auf der Piste. Deshalb auch muss Thomas Jungblut mit seiner Crew ständig die Gegner beobachten. Vorfahrtsregeln gibt's nämlich auch auf dem Wasser. Und darum muss man eben auch ausweichen, beim Segeln wegwenden vom Gegner. Nicht immer klappt das reibungslos. Beinahe aufs Korn genommen, der Spanier von den Schweden. Die Schini nach gelungenem Start Kurs auf Marke 1. Die Taktik entscheidet meist auch die Gesamtwertung. Und so hat sich Thomas Jungblut an die bis dahin führende Lohne gehängt. Zum Beispiel bei der Seitenwall auf dem Kurs. Und dass sie immer herumdrehen, also wenden, liegt daran, dass kein Segelboot der Welt gegen den Wind segeln kann. Zickzack zur Tonne, die direkt in der Windrichtung liegt. Das ist die erste Strecke. Die BIT überzeugt bisher mit den elegantesten Manövern unter den 10 deutschen Yachten. Aber zum Glück für alle Zuschauer gab es noch eine Menge weniger akkurater Segelmanöver zu sehen. Die Spanier hätten die Tonne beinahe nicht geschafft. Nochmal rum also, gänzlich die Bremse gezogen. Das ist dumm. Für sie kommt es später aber noch viel dicker. Ihr Kollege, König Juan Carlos, auf E3000 macht es besser. Innenposition, die anderen müssen weichen.
Wer hier daneben liegt, ist nicht zu übersehen. Der Spanier von vorhin mit widerspenstigen Zähmungsversuchen. Auf der Bit ging's glatt und nun wird konsequent gearbeitet, um die Position zu halten bzw. zu verbessern. Dazu hatte dieser hier keine Gelegenheit mehr. Aus dem Ruder gelaufen, nichts stimmt mehr. Das versteht wohl jeder. Einer, der wirklich zufrieden sein kann, ist Thomas Jungblut. Früher ja erfolgreich zum Beispiel im Finn, einer klitzekleinen Olympiajolle. Konsequent fuhr er nach vorne. Für die Insider, das Schiff läuft eine unglaubliche Höhe und obwohl aufgrund der Wasserlinie zum Beispiel prädestiniert für Leichten, segelt es optimal bei Meerwind, zum Beispiel auf den Raumstrecken. Für die anderen, mit einem VW-Motor fährt es doch so schnell wie ein Porsche. Das Schöne beim Segeln, zwei Dreiecke werden gefahren. Zum Glück. So hatte nämlich Thomas Jungblut mit der Bit Gelegenheit, Plätze gut zu machen. Vom 12. auf Rang 2. Sowas gefällt. Aber dafür musste er auch ganz schön schuften. Der andere König, der Griechische, auf der Atalanti, muss sich ganz schön anstrengen, will er den Titel verteidigen. Im Moment sieht's so aus, als wird Lone, die spanische Yacht, diesen erobern. Die Bit liegt insgesamt hinter ihr, auf Rang 2. Auch wegen der guten Wendetechnik, bei der sich zumindest zwei an Bord stets den Bauch aufreißen. Äußerst reizvoll. Genau wie die Segelei eines Dreivierteltonners an sich, Steuermann Thomas Jungblut nach der Wettfahrt. Der Reiz, auf so einem größeren Boot zu segeln, also mit einer größeren Mannschaft als im Finn, wo man alleine segelt oder was ich ja sonst mache im Soling mit drei Leuten, ist einfach die gute Teamarbeit. Und das reizt mich einfach daran, eine gute Koordination zu finden, die Leute zu motivieren, dass alle am gleichen Strang ziehen. Und das macht Freude, wenn ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Nun ist es ja aber auch ein bisschen komplizierter, je mehr Leute an Bord sitzen. Ja, aber das ist ja gerade das Schöne. Je mehr Leute da sind, desto mehr muss man dran arbeiten, hinfeilen, die Manöver abstimmen. Und wenn es dann alles gut funktioniert, ist es ein sehr schönes Bild. Wie würde Thomas Jungblut denn eigentlich so ein Dreivierteltonner charakterisieren? Nicht jeder kennt ja so ein Gerät. Das Boot hat eine Länge von 34 Fuß, ist in etwa, was ist das, 11 Meter, glaube ich, 11,50 Meter. Ich weiß nicht mal genau die Segelfläche, weil man da an sich gar nicht hinguckt oder das ausmisst. Aber ich glaube, die Masthöhe ist 14 Meter. Und das Gewicht des Bootes ist in etwa 2400 Kilogramm. So kann man das einfach sich beziffern. Also, vielleicht kann man auch sagen, es ist etwas größer als eine Jolle und etwas kleiner als ein Kapper. Aber was ist das Besondere? Kann man denn einfach vom Finn in den Soling und dann auf so ein Gerät steigen und immer gleich gut segeln? Also natürlich, so einfach ist es nicht. Man muss schon eine gewisse Praxiserfahrung haben. Und da ich schon seit, nun würde ich sagen, 15 Jahren Dickschiff segel, nebenbei, neben den olympischen Klassen, habe ich natürlich auch eine gewisse Erfahrung da drin. Wie ist denn das? Muss man dann ein besonderes Talent auch mitbringen beim Segeln heutzutage noch? Oder macht das alles jetzt die Technik, wenn man so überlegt, unterm Baum, da sind so alleine gleich vier Anzeigen? Also ich würde sagen, die Technik ist absolut zweit-, vielleicht sogar drittrangig. Das ist eine gewisse Stütze, die man sich zunutze macht. Aber wir hatten zum Beispiel auf der Langstreckenregatta hier raus die ersten 10 Stunden überhaupt keine Elektronik an Bord, weil die komplett ausgefallen war. Und wir führten das Feld an, also es geht auch demzufolge teilweise ohne. Also wie die alten Seemänner früher. So richtig, würde ich sagen. Also wir könnten auch Kap Horn, würde ich sagen, umschiffen mit einem Sextanten und mit normalen Stechzirkel und würden auch, glaube ich, rumkommen. Also ich glaube, dass das sehr kompliziert ist für jemanden zu verstehen, der nichts vom Segeln versteht. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass es tausende von Strippen hier gibt. Ist das heute ein Muss oder ist das auch ein bisschen Spielerei? Mal ehrlich. Also es ist absolut keine Spielerei, es ist ein Muss. Um vorne weg zu segeln, muss man dann für sich die Segel, die ja den Vortrieb bringen, optimal einstellen können. Und das ist dann für sich mit diesen ganzen kleinen Bindebändern dann für sich nur gegeben. Also es ist schon ein Muss. Was mich interessiert ist,
2 Stunden rausfahren oder sogar fast 2,5. 2,5 Stunden reinfahren und noch dazwischen eine Wettfahrt segeln. Womit könnte man das mit welcher anderen Sportart überhaupt vergleichen, die Anstrengung? Ja, das Raus- und Reinfahren. Also ich habe an für sich während der Raus- und Reinfahrt geschlafen. Also ich habe mich da ausgeklinkt bei der Aktion. Aber das ist man gewohnt als Segler. Da das, wenn ich eine Kieler Woche im Findingi segle, dann muss ich auch 1,5 oder 2 Stunden rausfahren und wieder zurück. Und dann sitze ich ganz alleine an Bord. Hier kann ich nochmal einen Spruch machen oder kann mir eine Scheibe Brot zum Essen nehmen. Also es ist schon erheblich angenehmer, auf so einem größeren Boot da zu segeln. Die Hochseesegelei in der Bundesrepublik hat ja gelitten vom Image her in den letzten Jahren. Kommt jetzt ein Thomas Jungblut und bringt das Ganze wieder nach vorne? Ach, das weiß ich nicht, ob ich nun gerade der große Macher da bin. Ich habe selbst früher die großen Erfolge auch mit, da glaube ich, dazu beigetragen, 1983 beim Gewinn des Admirals Cups und anschließend hin und wieder auch noch mal ganz gute Erfolge gehabt. Aber ich glaube das nicht. Man sollte es nicht zu hoch bewerten. Und ich glaube auch nicht, dass das Image im Hochseesegelsport der Bundesrepublik arg gelitten hat, nur weil wir mal bei den Admirals Cups in den letzten beiden Malen nicht so erfolgreich waren, wie man nun immer sehen möchte. Man auch an Boris Becker und Steffi Graf verlieren mal und sind deshalb trotzdem keine Loser. Gibt es für Thomas Jungblut irgendetwas anderes außer Segeln? Ja, sicher. Arbeiten. Ohne Frage. Arbeiten ist ein sehr wichtiger Faktor, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, zu segeln. Man muss ja vorher das Geld verdienen, weil man bekommt kein Geld, wenn man hier auf diesen Booten sitzt. Sondern wir sind in diesem Fall tatsächlich noch mehr oder minder reine Amateure. Ich kann zwar meinen Stellenmarktwert ein bisschen erhöhen und kann dadurch meine Produkte besser verkaufen, aber direkt Geld verdienen tue ich damit, wenn ich auf so einem Boot sitze, überhaupt nicht. Also richtig Spaß. Richtig. So kann man es ausdrücken. Gut, dann weiterhin viel Spaß damit. Vielen Dank. Tja, ob er gerade im Moment noch Spaß hat, das können wir nicht genau beantworten, denn die ganzen Schiffe befinden sich auf der sogenannten kurzen Langstrecke. Und was das bedeutet, kann ich Ihnen sagen. Sie sind heute Morgen um 11 Uhr aufgebrochen und werden morgen früh um 6 Uhr zurückerwartet. Und das, was wir sehen konnten heute Nachmittag noch, die Bit lag ausgangs der Flensburger Förde an zweiter Stelle. So, noch einige Segelmeldungen.